Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch ein Back-to-School-Must-Have vorbereitet und zwar von Action. Ich gehe zwar seit 2 Jahren nicht mehr zur Schule, beziehungsweise ja, ich habe mein Abi gemacht und studiere ja jetzt. Also sage ich mal, so Sachen wie Federmäppchen oder so brauche ich nicht, weil ich schreibe meine Notizen momentan am iPad mit, beziehungsweise online gerade ja gar nicht. Aber ich habe es immer in der Schulzeit geliebt, mir einfach die Videos anzuschauen. Und ja, ich fand das immer richtig cool. Ich habe mir Inspiration geholt und genau wenn dieses Video online kommt, fängt in NRW, also hier wo wir wohnen, die Schule an. Und ich habe gedacht, das ist ganz passend, weil überall fängt jetzt langsam so die Schule an. Ich glaube, erst in 4 Bundesländern hat die Schule bereits angefangen. Und selbst dann kann man sich die Videos ja immer noch anschauen, kann man sich ein paar Inspirationen holen. Und ja, das Ganze habe ich mir gedacht, drehe ich einfach mal über den Action Store. Also über Action, weil da sind die Sachen einfach günstig, da kann man sich die Sachen schnell nachkaufen. Die sind irgendwie überall vertreten und deswegen habe ich gedacht, ja, ich drehe das jetzt für euch, weil ich fand die Videos früher immer richtig cool, habe mir das richtig gerne angeguckt und ich hoffe, ihr tut es auch und deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn die ganzen Sachen werde ich im Anschluss dann verlosen, weil ich werde die Sachen nicht brauchen einfach. Und deswegen habe ich gedacht, ich habe das Ganze für euch eingekauft, die ganzen Sachen sind verpackt. Und ich werde das Ganze für euch verlosen, also am Ende erfahrt ihr, was ihr machen müsst, um an der Verlosung teilzunehmen. Und ja, ich hoffe, dass einer von euch mit den Sachen dann Spaß hat in der Schulzeit. Ich habe hier den Kassenbon vorbereitet und werde die Sachen euch jetzt so nacheinander zeigen und dann immer die Preise suchen, damit ihr auch seht, wie günstig die Sachen waren. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich habe hier so eine große Tüte mit so süßen Avocados. Die ist leider nicht von Action. Aber auf jeden Fall habe ich hier so ein mega süßes Federmäppchen gefunden. Das hat so eine Metallic-Optik. Das sieht man ja ganz gut. Aber dann ist es nicht aus Plastik, sondern es hat so einen Stoffbezug drüber. Und dann halt diese Äuglein hier. Ich fand das richtig süß. Und ich dachte so zur Schulzeit, man hat ja irgendwie am Ende immer noch nur solche Federmäppchen und nicht mehr diese dicken Etuis. Und das ist richtig cool. Und ja, das ist das erste Teil. Und ich werde jetzt mal suchen, wie teuer das war. Also ich habe es gefunden und dieses Mäppchen hat ganze 1,29 Euro gekostet. So, als nächstes, und was ich finde ist auch immer so ein Must-Have, sind Textmarker. Also Textmarker braucht man ja wirklich immer. Die gehen irgendwie dann auch leer oder gehen verloren, wenn sich jemand die ausleiht. Und diese hier fand ich richtig süß, weil ich habe das Gefühl, das sind so Pastelltöne. Also zumindest dieser Ton und generell sieht das eigentlich relativ leicht aus. Also ich glaube, das sind nicht diese knalligen Pink-Lila-Töne und auch so Orange. Aber ja, fand ich richtig süß. Außerdem sind da noch so kleine Muster drauf, so Herzchen oder ein Auge oder ja, alles Mögliche. Und jetzt schaue ich mal, wie teuer das war. Genau, also auf dem Kassenbon steht sogar, dass das Mini-Pastellmarker sind und die haben nur gekostet 94 Cent, also mega günstig. Könnt ihr euch auch nachkaufen oder ihr gewinnt es am Ende. Dann die nächsten 2 Sachen, die ich ausgesucht habe, sind solche Emoji-Radiergummis. Ich habe die jetzt, ja, ich weiß nicht, ich habe gedacht, das ist so eine Mädchenvariante, das ist so eine Jungvariante. Das Ganze ist schon ein bisschen angelegt an Mädchenartikel, weil ich weiß nicht, das hat mir einfach so richtig gefallen. Aber ich dachte, falls es ein Junge gewinnt und vielleicht hier so ein Federmäppchen der Schwester abgibt oder so, dann hat er zumindest immer noch so ein paar Radiergummis für sich. Aber andererseits kann das natürlich auch ein Mädchen benutzen. Und ja, fand ich richtig süß. Und die haben gekostet. Ich lese gerade, dass, also auf dem Kassenbon lese ich gerade, dass hier steht Duftradiergummis. Also die riechen auch noch. Also ich möchte jetzt nicht, dass dieser Scheißhaufen hier nach Scheiße riecht. Aber oh mein Gott, die riechen. Ich würde das am liebsten irgendwie selber für mich benutzen, aber ich besitze nicht mal mehr Bleistifte. Also deswegen gehört es bald einem von euch. Aber auf jeden Fall ist es richtig geil, dass die riechen. Richtig geil. Die haben gekostet pro Stück 76 Cent. Und passend zu diesen Emoji-Radiergummis habe ich auch so ein Emoji-Set gefunden. Ich weiß gar nicht. Ich kann das jetzt leider nicht aufmachen, weil das hier zu ist mit diesem Zettel. Auf jeden Fall, ich versuche euch das jetzt hier mal zu zeigen. Da sind so voll süße Äffchen drauf. Dann ist da ein Lineal drin. Dann ist da ein Radiergummi drin. Hier sind 2 Bleistifte drin. Einmal einer, der so mega glitzert und dann noch ein Kugelschreiber. Und ich fand das richtig süß. Dann hat man direkt schon so ein Federmäppchen irgendwie dabei.
Und irgendwie hat man dann da auch alles drin, was man braucht. Ach so, hier ist sogar so ein kleiner Schreibblock drin. Voll süß. Voll süß. Fand ich richtig schön. Ich finde generell diese Emoji-Sachen richtig geil. Und das komplette Set hat auch einfach nur 99 Cent gekostet. Also richtig preiswert, richtig cool. I like it. Kommen wir auch schon zum nächsten Artikel, den ich habe. Und zwar ist das hier so ein Kalender. Und zwar für das Jahr 2020-2021. Und das fand ich auch richtig cool. Das hat diese, wie heißt das, Holographic oder so? Also auf jeden Fall auch so ein metallisches Design, aber halt in so einem Pinkton. Das gab es in Action, also falls es jetzt gerade ein Junge schaut, gab es in Action auch noch, ich glaube, in Blau. Aber natürlich habe ich mich für den Pinkton entschieden. ja, und hier habt ihr einmal die Wochentage drin und dann unten auch noch die Notizen. So, und passend zu dem Kalender habe ich mir gedacht, habe ich einfach mal mitgenommen. Und zwar diese Washi-Tapes, das sind ja wie Tesa-Streifen, nur einfach mit einem Aufdruck drauf. Das heißt, wenn ihr euch jetzt so eine Notiz macht oder so, das Ganze hier einfach verschönern wollt, euer Notizbuch, dann nehmt ihr euch hier so einen Streifen und könnt das hier an den Rand kleben oder so, einfach damit es schöner aussieht. Oder falls ihr wirklich eine Notiz habt, dann könnt ihr die damit befestigen, also einfach wie Klebeband. Und das ist hier einmal, ich hoffe, ihr seht es gut, einmal in so einer ganz kleinen Variante, ein bisschen kleiner, dann ein bisschen größer, dann noch ein bisschen größer und ganz groß. Und ja, ich finde das richtig cool. Früher wollte ich sowas immer haben und da gab es noch kein Action, zumindest nicht hier, wo wir wohnen. Und ich wusste nicht mal, dass die das da haben. Auf jeden Fall habe ich mir das nie im Internet oder so bestellt. Aber ich fand das richtig cool. Damit hätte man alles so ein bisschen aufpimpen können. Und ich mag das, wenn man dann so einen Kalender hat, der einfach so richtig gestylt ist. Dann mag man da auch jeden Tag so einfach im Unterricht reinschauen. Was habe ich heute noch vor? Keine Ahnung, Hausaufgaben, Notizen. Oder einfach auch, was man so den Tag erledigen muss oder so. Fand ich richtig cool. Und deswegen gibt's das hier auch. Ach so, der Preis davon ist... Der Preis davon ist 77 Cent, also falls ihr euch das nachkaufen wollt, nicht sehr teuer. Und gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten, aber das fand ich jetzt irgendwie am süßesten. Eine andere Sache, die ich auch richtig cool fand, habe ich bei Action entdeckt, sind diese Stifte. Die sind richtig geil, weil, ich habe hier auf der Rückseite mal geschaut, wenn man mit den Stiften malt, dann malen die sozusagen in Silber und die Umrandung ist einfach nur in den Farben. Also ich habe jetzt hier extra, also es gab das noch in Pinktönen oder in ganz Blautönen, also Blau-Grün irgendwie so. Aber ich habe das jetzt extra in dem, weiß ich nicht, Schwarz-Lila-Blau genommen, weil ich fand das so richtig cool, wenn man dann mit dem schwarzen Stift schreibt und halt die silberne Schrift hat, die dann mit dem schwarzen umrandet ist. Richtig cool. Und ja, mag ich richtig gerne. Also ich hoffe, dass es funktioniert. Und wenn das funktionieren würde, wäre das auf jeden Fall richtig cool, weil... Die haben auch nur gekostet 1,59 €. Ich glaube, das ist fast das Teuerste, was wir hier irgendwie gekauft haben. Aber ja, die sind richtig geil. Ich hoffe, dass es funktioniert. Dann ein ganz basic Artikel, den man irgendwie aber auch immer verliert, gefühlt jedes Schuljahr neu kaufen muss, sind Geodreiecke. Und ich habe hier so ein Geodreieck, was man sogar so biegen kann. Ich weiß noch, in der Schulzeit, irgendwie jeder hat die immer geklaut und die waren auch bei jedem immer verschwunden. Und wenn man gefragt, hast du ein Geodreieck für mich? Hat irgendwie niemand einen abgegeben, weil die sind immer halt verschwunden danach. Leute haben die immer geklaut und mitgenommen. Ich hatte am Ende irgendwie des Schuljahres bestimmt 5 Geodreiecke, weil ich die aus Versehen nicht abgegeben habe. Nein, also ich habe, ich weiß nicht, die haben sich halt wirklich angesammelt. So, tut mir leid an alle Leute, die vielleicht mir ein Geodreieck verliehen haben. Und ich habe das eventuell nicht zurückgegeben, weil ich dann dachte an dem Tag vielleicht auch, das meiste stecke ich ein. Naja, auf jeden Fall habe ich das für euch und das hat auch tatsächlich nur 22 Cent gekostet. Leute, 22 Cent, wie krass. So, und was ich jetzt noch habe, sind so Basic-Sachen, die man halt auch einfach braucht. Und zwar habe ich hier einmal Buntstifte von BIC, dann habe ich hier einmal Filzstifte von BIC und dann habe ich hier einmal noch so... 2 Kugelschreiber, auch von BIC. Ja, auf jeden Fall sind das so Gel, Smooth Writing Gel Stifte.
Ich habe immer früher Gelstifte geliebt, weil ich weiß nicht, ob ihr schon in dieser Phase seid, aber ich finde, oder ich glaube zumindest, dass jeder diese Phase hat, wo man von Füller und sowas auf Kugelschreiber oder halt so welche Gelstifte umsteigt. Und ich hatte das schon voll früh und habe dann immer entweder solche Gelstifte benutzt oder einfach irgendwelche Artikel, die man mal so geschenkt bekommen hat, so diese Werbestifte, die habe ich dann einfach benutzt bis zu meinem Abitur. Und ja, und das gibt's hier auch. Und jetzt schaue ich mal, wie teuer das Ganze war. Die Gelstifte haben gekostet 99 Cent. Buntstifte haben gekostet 1,19 Euro. Und die Filzstifte haben gekostet 1,69 Euro. So, und jetzt habe ich noch zwei Artikel. Zwei richtig coole Artikel. Und fangen wir jetzt mal mit dem vorletzten an. Und zwar ist das hier. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ist das? Das habe ich mich auch erstmal gefragt. Aber dann habe ich das hier am Rand gesehen. Und zwar ist das, meine liebe Freunde, ein Gravierstift. Also, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr manchmal so Gläser zu trinken bekommt oder so und da ist was eingraviert. Oder man kann das auch total oft an Kirmes kaufen. Das habe ich meinem Papa auch mal gekauft. Dann steht da so drauf, bester Papa oder so. Oder man kann auch reingravieren oder beste Mama. Oder man kann halt reingravieren lassen, was man möchte. Und mein Papa hat sowas auch, aber allerdings dann halt in so einer Form, die ist riesig groß und irgendwo muss man was in eine Steckdose stecken und am besten richtig Erfahrung haben, Schutzbrille auf und dann wird da irgendwas reingefräst. Aber Leute, das hier hat gekostet 1,89 Euro. Man muss allerdings zwei Batterien kaufen, damit das Ganze funktioniert. Und dann kann man mit diesem Stift sich alles reingravieren, was man möchte. Hier sind sogar noch Schablonen dabei. Ihr seht das auf der Rückseite, was da alles drauf ist. Die normalen Buchstaben, dann hier zum Beispiel Love oder so ein Zeichen, also so Herzchen, Sternchen. Oder hier auch so ein, was weiß ich, so ein Kringel, um vielleicht was zu unterstreichen. Und ich fand das so cool, weil man kann damit halt nicht nur Gläser gravieren, sondern auch Schlösser, Leder oder Holz. Und ich wollte das einfach mitnehmen und ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt in so ein Schulhall rein soll, beziehungsweise in so ein Must-Have-Video. Aber andererseits habe ich mir gedacht, wie viele Kinder haben Schließfächer in der Schule? Also bei mir hatten das total viele und bei mir gab es auch mega viele Schließfächer, die man dann alle mit so einem Schloss verschlossen hat. Und ich fand das richtig cool, dass man dann halt auf das eigene Schloss sich noch was draufschreiben kann. Den Namen oder was auch immer oder irgendwas einfach. Fand ich richtig cool. Oder auf so Ledersachen, wenn ihr irgendwie so ein Portemonnaie habt, was ihr immer mit in die Schule nehmt. Oder an eure Tasche, eine Schultasche habt oder so und einfach euren Anfangsbuchstaben reingravieren wollt. Oder ich weiß nicht, ja, Holz vielleicht jetzt in der Schule nicht so krass. Ich weiß ja nicht, auf welche Schule ihr geht. Vielleicht arbeiten viele Schüler mit Holz oder es gibt doch extra diese Kurse oder AGs oder sowas. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ist mir auch egal, wenn das hier nicht richtig reinpasst. Ich zeige euch das, ich verlose das an euch und ich fand das richtig cool. Und den letzten Artikel, den ich für euch habe, ist dieser Lolli. Ich weiß, der hat wieder nicht viel mit Schule zu tun, aber ich dachte, damit das Ganze hier ein bisschen lustiger wird, falls ihr Langeweile habt in den Pausen, Langeweile im Unterricht oder Langeweile, wenn ihr von der Schule nach Hause kommt oder so deprimiert seid, dass ihr einfach ein bisschen Zucker braucht, Zucker beim Lernen oder Zucker einfach, um euch für die Schule zu motivieren, dann gibt es hier diesen Lolli. Und der Lolli hat gekostet 79 Cent hat er gekostet. Und ja, das ist jetzt auch der letzte Artikel. Ich hoffe, dass euch die Artikel gefallen haben. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ihr euch ein paar Inspirationen holen konntet. Natürlich hat Action wie immer auch ganz normal College-Blöcke oder auch noch Anspitzer, Klebestifte. Aber ich habe gedacht, das Geodreieck fand ich cool, weil das waren immer die coolsten in der Schule, dass man die so biegen konnte. Ich habe es geliebt. Und ja, alles andere hat Action natürlich auch. Aber das habe ich jetzt nicht gekauft. Einfach nur so die Sachen, die man haben muss, die richtig geil sind, die richtig cool waren, so ein bisschen special. Und ja, das war's jetzt auch schon von dem Video. Kommen wir aber mal dazu, wie ihr das Ganze hier gewinnen könnt. Und zwar müsst ihr dafür nicht viel machen. Ihr müsst dem Video einen Daumen nach oben geben. Natürlich ein Abonnent meines Kanals sein. Also abonniert jetzt nochmal schnell meinen Kanal, damit ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Weil das Ganze geht natürlich an die Leute, die regelmäßig meine Videos gucken und mich supporten. Und ja, damit ich euch dann kontaktieren kann, beziehungsweise damit ich den Gewinner kontaktieren kann, schreibt einfach in die Kommentare euren Instagram-Namen, damit ich euch dann darüber kontaktieren kann. Denn ich werde den Gewinner über die Kommentare verlosen,
auslosen. Also ich werde sozusagen die ganzen Kommentare einmal über ein Programm laufen lassen und das wird dann ein Kommentar rauspicken. Ihr könnt so oft kommentieren, wie ihr wollt. Damit erhöht sich natürlich nur die Chance, dass ihr gewinnt. Und vergesst nicht, in jedem Kommentar euren Namen reinzuschreiben, weil wenn das Programm einen Kommentar auswählt, wo euer Name nicht drin steht, kann ich es hier schlecht zuordnen. Deswegen schreibt auf jeden Fall immer euren Instagram-Namen rein, dann werde ich euch darüber anschreiben. Und das Gewinnspiel läuft genau eine Woche. Ich schreibe euch die Teilnahmebedingungen auch nochmal in die Infobox. Auch nochmal das genaue Datum, wann das Gewinnspiel beendet ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch auf diese Verlosung. Das war irgendwie ganz spontan, dass ich einfach gesagt habe, ey, wir verlosen die Sachen einfach, weil wir brauchen das sowieso nicht. Und vielleicht freut sich ja jemand darüber. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video sowieso einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!